Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Trick. Wir sind jetzt bei Kapitel 16, wie man sehen kann. Es ist schon 4:19 Uhr. Das heißt, bis zum Sonnenaufgang sind es vielleicht noch so 3 Stunden. Wir haben also nicht mehr viel Zeit und müssen uns nun beeilen, dass wir Sizzle aufhalten und vielleicht noch rausfinden, wer sind. Wer wir sind natürlich. Irgendwie habe ich das Wort vergessen. Also, was das Einklingen angeht, hat Lynn ihr Versprechen gehalten. Etwa 2 Stunden vor Sonnenaufgang klingelt das Telefon. Oder es sind halt nur noch 2 Stunden noch bis Sonnenaufgang, gar nicht 3. Das ist natürlich ein bisschen kurz. Aber mal schauen, was wir tun können. Genau, geh du mal ran, Taubenmann. Hallo? Hier spricht Jude. Sissel, hören Sie zu. Wir brauchen Ihre Kräfte. Keine Zeit, um zu reden. Wir warten auf Sie. Tja, und weg ist er. Ich hoffe, du hast das nachverfolgt, Sissel. Sehr gut gemacht. Gut. Oh, der Luxussalon hat sich jetzt in den Kontrollraum verändert. Das ist natürlich sehr gut. Dann wechseln wir da mal jetzt hin. Dann sollten Sie sich lieber beeilen. Diese lange Nacht geht langsam zu Ende. Sieht so aus. Vielen Dank für Ihre Hilfe heute. Ich bin derjenige, der zu danken hat. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich noch eine andere Stimme für den, aber naja. Am anderen Ende der Leitung finde ich endlich die Antworten auf all meine Fragen. Ich muss los. Dann schauen wir mal, sind die denn jetzt im Hafen hier irgendwo angelandet? Und deswegen habe ich eine Verbindung. Eine einzige Telefonleitung verbindet mich und den anderen Sizzle. Aber diese Leitung ist wie ein Spinnennetz, das das Schicksal vieler Menschen gefangen hält. Und ich bin in der Mitte dieses Netzes angelangt. Dann schauen wir mal, was sich in der Mitte dieses Netzes befindet. Okay, anscheinend sind sie noch nicht irgendwo angedockt. Willkommen auf der Junoa, Kommissar Jode. Oh, wie hat er es denn geschafft, da drauf zu kommen überhaupt? Mein Kommissarsinn muss wohl eingerostet sein. Ich habe Ihre Anwesenheit hier im Dunkeln gar nicht gespürt. Das liegt daran, dass meine Maske abgeschaltet war, Kommissar Jode. Ich habe Ihr Telefon benutzt. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen. Bam! Okay. Meine Güte, hätte nie gedacht, dass Sie uns hier unten finden, wo Sie doch so ein Todeskandidat sind. Und ich wundere mich über die Wahl Ihres Transportmittels. Ein U-Boot? Wir haben sie uns gefunden, mein Bester. Nicht einmal die Polizei wusste, wo die Junoa auftauchen würde. Wir Kommissare haben ein Sprichwort. Wenn du etwas über einen Fall wissen willst, frag die Verbrecher. Okay, aber wie hat Sissel sich denn verraten? Oder hat er da irgendwas fallen lassen? Ah, Moment, da ist irgendwas in den Mantel reingefallen, oder? Die Kugel, mit der Mann in Rot erschossen wurde, war mit einem Funksender versehen. Ah, das ist natürlich sehr intelligent. Ich habe etwas für dich. Und das war in der Taschen. Ah, ich habe mich schon gewundert, was es mit dieser Taschenuhr auf sich hat. Das ist ja mal intelligent. Cool. Cabanilla hat mir schon viele komische Geschenke gemacht, aber sie waren immer nützlich. Das hier war ein Funkempfänger in Form einer Taschenuhr. Ja, Inspektor Cabanilla. Wie ich hörte, ist er ein ausgezeichneter Ermittler. Übrigens, wo ist der Mann in Rot jetzt? Ich weiß, dass er irgendwo auf diesem U-Boot ist. Ah, Sie meinen Cecil? Ne, wird jetzt. Oh! Hallo! Sie! Entspannen Sie sich, das ist nur seine Hülle. Seine Hülle, Sein Geist ist gerade nicht hier. In diesem Augenblick kontrolliert er wahrscheinlich Ihre Tochter. Bitte, ich flehe Sie an, lassen Sie meine Tochter gehen. Wenn Sie eine Geisel brauchen, nehmen Sie mich, aber lassen Sie sie bitte gehen. Pah! Es gibt etwas, was unser Land braucht, und Cecil hat es. Das ist das Einzige, was uns interessiert, sonst nichts. Jedoch scheint es, als hätte Cecil uns unterschätzt.
Er hat sein wertvolles Druckmittel hier gelassen. Druckmittel? Ich dachte gerade, das wäre direkt unter ihm und er würde runterfallen oder irgendwas würde... Naja, egal. Unser Land hat es bereits untersucht, das Produkt, das Sissel im Angebot hat. Die Quelle seiner Kräfte. Haben Sie gerade das Meteoritenfragment aus seinem Körper entfernt? Was zur Hölle war das? Der Temsig-Splitter. Er verleiht Geistern besondere Kräfte. Und jetzt ist unser Deal mit Sissel unsererseits abgeschlossen. Wovon sprechen Sie? Zitze, was für ein Fehler. Und das im entscheidenden Moment. Also, Kommissar Jode. Leben Sie wohl. Wow. Wow. Moment mal, die schleudern den ganzen Raum aus dem U-Boot raus. Das ist mal eine ganz neue Definition von Schleudersitz. Was zur Hölle? Der gesamte Raum ist verschwunden. Kommissar Jode, wo ist der hin? Und wo bin ich hin? Habe ich mich hier unten reingerettet irgendwie? Das ist dann natürlich praktisch. Was zur Hölle passiert? Was nun? Ich glaube, ich habe irgendwo eine Explosion gehört. Jedenfalls müssen Lynn und die kleine Lady hier irgendwo stecken. Lynn ist auch an Bord? Oh, weia. Ich rieche Gefahr. Ich sollte sie finden, und zwar schnell. Dann schauen wir uns hier doch mal um. Moment, erstmal machen wir das in der Welt der Lebenden. Das sehen aus wie hier die Kajüten, die Kabinen, wo die Typen schlafen. So mit kleinem Basketballkorb, das ist cool. Und was haben wir hier? Torpedos dürften hier drin sein. Hier war der Raum wohl drin. Was haben wir da? Ein Hebel? War hier der Kapitän drin? Schauen wir mal. Und da ist, da, genau, das sind die Torpedoschäfte. Na gut. Dann schauen wir mal, wo wir uns hinbewegen können. Moment, warum ist das... Ach so, das Telefon ist wieder darunter gezogen worden von dem Roboterarm. Moment, sprechen. Rakete? Du bist also da? Ich bin's, Rakete! Ja, sogar ich kann mich inzwischen daran erinnern, wer du bist. Was meinst du, was das eben für eine Erschütterung war? Ich habe natürlich keine Ahnung. Ich bin bloß ein verhätscheltes Haustier. Wenigstens sieh das ein. Ohne mein Gedächtnis kann ich auch nicht wirklich behaupten, dass ich mehr bin als das. Wie auch immer. Wir müssen uns beeilen und Fräulein Lynn und Fräulein Camilla retten. Meinst du, dein zuverlässiges Näschen kann sie aufspüren? Tut mir leid, aber ich glaube nicht. Warum frage ich überhaupt? Aber du hast die Kraft, Dinge auszutauschen, oder? Also suchen wir gemeinsam nach der Kommissarin und der kleinen Lady. Jawohl! Ja, cool. Telefon? Ich dachte, die Leitung wäre abgeschnitten. Das Telefon klingelt. Wow! Es ist Fräulein Camilla. Ich weiß es einfach. Mein zuverlässiges Näschen schreit es förmlich. Ich dachte, das kann man sich nicht drauf verlassen hier unten. Ich glaube, das kann man wohl eher eine Vermutung nennen. Jedenfalls sollten wir zum Telefon gelangen, solange es klingelt. Alles klar! Ja, dann mal die Geisterwelt, ne? Wo die Zeit stillsteht. Los. Ich komme da nicht hin. Ich komme da allgemein nicht hin, also muss ich sowieso mit Dingens dahin gehen, mit Rakete. Hallo, hallo, Fräulein Camilla? Hallo? Ja, er kann es natürlich nicht abnehmen, das ist doof. Es nützt nichts. Das schwarze Hallo mag ich nicht. Öffne mir einfach einen Weg, Rakete. Dann komme ich zu dir rüber. Ja, schauen wir mal, was wir tun können, ne? Zahnrad. Also, wir haben einen Basketball. Der sieht so aus, als könnte er getauscht werden mit dem Basketball. Aber das bringt uns nicht wirklich was, oder? Ah, da oben ist ein Ball in dem Netz drin. Moment. Ah, den können wir doch garantiert tauschen. Nein, nein, nein. Ich will... Zurück. So, gehen wir erstmal hier oben rein. In die... Moment, kann ich die Notbeleuchtungen miteinander tauschen? Tatsache. Toll, bringt mir hier richtig viel. Egal, dann gehen wir erstmal in den Baseball rein. Ah, vielleicht, weil der Baseball leichter ist, zieht sich das Netz dann auch nach oben. Jawohl, das ist natürlich sehr schön. Dann können wir mit Sissel hier in diese Notbeleuchtung rein und dann tausche ich einfach den Baseball nochmal mit dem anderen Ball. Und dann kommen wir da ohne Probleme rüber. Was liegt eigentlich da unten auf dem Boden? Ist das ein Mülleimer? Scheint so. Wow, was ist jetzt passiert?
glaube, ich habe schon wieder eine kleine Explosion in der Ferne gehört. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Sissel, schau! Das schwarze Hallo! Der Hörer ist heruntergefallen! Oh oh, ich sollte schnell rangehen. Jo, dann auf, ne? Das ist, ja, das ist Sissel, sehr gut. Ab ans Telefon. Hallo, ist da jemand? Siehst du es, die kleine Lady. Hier ist Sissel, wo bist du? Bitte antworte doch. Sie kann wohl meine Stimme nicht hören. Deine auch nicht, hm? Oh gut, ich dachte schon, sie ignoriert mich. Bitte, ich brauche Hilfe. Lynn ist... Sie hat Lynn gesagt. Fräulein Lynn! Wir müssen uns beeilen. Auf, Sissel! Jo, dann wechseln wir. Wahrscheinlich ist sie wieder gestorben. Ja, das sieht so aus, als wäre sie wieder gestorben. Aber das ist ja kein Problem, wir können sie ja wiederbeleben. Es nutzt nichts, es geht keiner ran. Wahrscheinlich bei einer der Explosionen, die vorher zu hören waren. Na, oh, und die arme kleine Camilla. Fräulein! Fräulein Camilla! Und? Fräulein? Fräulein Lynn! Oh, armes Fräulein Lynn! Ja, man gönnt ihr einfach keine Pause. Sieht so aus, als hätte sich eine weitere Tragödie ereignet. Tut mir leid, dass du so lange warten musstest, kleine Lady. Sissy, ich wusste, du kommst. Fräulein Camilla! Fräulein Camilla! Und du auch, Rakete. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Nun, gut würde ich nicht gerade sagen. Hey, warte mal. Rakete, deine Stimme. Ich glaube, ich habe sie schon einmal gehört. Was? Meine Stimme? Stimmt. Camilla hatte jetzt einen Kern. Das bedeutet, dass sie Raketes Stimme tatsächlich gehört hat, als er sie gerettet hat. Dann warst du das, Rakete? Du hast mich heute Abend im Park gerettet? Vielen Dank. Fräulein Camilla, ich bin so froh, dass ich dein kleines Hündchen bin. Hey, Rakete, tust mir einen Gefallen und passt hier ein Weilchen auf dein Fräuchen auf? Hä? Aber brauchst du meine Kräfte denn nicht? Ich schau mal, was ich alleine erreichen kann. Schließlich bist du der Einzige, der sie beschützen kann. Okay, ich mach's. Danke, Rakete. Nun gut, das heißt, die folgenden Rätsel werden wohl oder übel wieder alleine beschritten werden. Ich frage mich, was dieses Mal passiert ist. Ich sollte gleich lieber noch einmal mit der kleinen Lady sprechen. Und dann sollte ich etwas wegen der Kommissarin tun. Hätte ich das jetzt doch nicht gerade klären können. Aber nun gut. Kann ich kurz mit dir sprechen? Ja, Sissy. Kannst du mir sagen, was mit dir passiert ist? Ja genau, die war ja in einem Koffer da und hat sich schön bequem hingelegt, wie auf einem Liegestuhl, und dann weg war sie. Was geschah, nachdem ich dich zuletzt in deinem alten Haus gesehen habe? Oh, mal sehen. Danach bin ich wohl eingeschlafen. Naja, was bleibt einem auch anderes übrig in so einem Koffer? Der Motorenlärm hat mich geweckt. Also war sie da schon im U-Boot. Ich dachte mir, ich muss fliehen. Okay, da ist der Raum noch nicht mit Wasser geflutet. Und dann war ich plötzlich in diesem großen Raum. Ich war so müde und konnte mich nicht bewegen. Und dann... Camilla! Okay, die Stimme kriege ich nicht hin. Egal, dann klingen Camilla und Lynn halt sehr ähnlich. Ich war so erleichtert. Ich weiß nicht mehr, was dann geschah. Sie ist wohl ohnmächtig geworden, das arme Ding. Du hast zu viel durchgemacht. Du warst sehr tapfer. Lynn hat, glaube ich, noch viel mehr durchmachen müssen als ich. Ihr wart beide sehr tapfer. Nun gut, dann gucken wir mal, was mit Lynn passiert ist. Nachdem ich dieses Rad gedreht habe. So, Bob, jetzt kommen wir nämlich dran. Hallo Lynn, wie geht es dir? Oh, Sissel, du bist hier. Lynn, was in aller Welt ist hier passiert? Ich weiß nicht. Hä? Ich wurde plötzlich einfach ohnmächtig und dann war ich tot. Dann ist es kein Wunder, dass du es nicht weißt. Und wo ist Kommissar Jode? Geht es ihm gut? Ich weiß nicht. Hä? Der Raum, in dem er war, ist ganz plötzlich einfach verschwunden. Jetzt ergibt alles noch weniger Sinn als zuvor. Wir sind vom Büro des Vorstehers dem Mann in Rot gefolgt. Wir haben ihn mit dem Funksender gefunden, den Inspektor Cabanela in ihn geschossen hat. Der Mann in Rot ist mit einem Boot von einem kleinen Hafen am Stadtrand aus aufs Meer gefahren. Kommissar Jode und ich konnten uns heimlich auf dem Boot verstecken. Dann sind wir an Bord des U-Boots geschlichen, als es auftauchte.
Kurz darauf ist es wieder abgetaucht. Kommissar Jode und ich haben uns aufgeteilt. Er sollte sich um die Telefonleiter kümmern, während ich Carmilla suche. Ich fand Carmilla hier im Maschinenraum. Sie hat sich darin versteckt. Wow, was für ein Abenteuer. Was ist dann passiert? Ich weiß es nicht. Hä? Es gab einen weißen Blitz und plötzlich war ich tot. Oh je, ich finde es wohl selbst schneller heraus. Das hättest du so oder so direkt machen können. Ich meine, du siehst doch, was passiert. Okay, dann schauen wir uns mal an. Warum ist da Wasser? Und was ist passiert? 4 Minuten vor dem Tod. Oh yeah, coole Musik. Carmilla, ist alles in Ordnung? Wow. Da wird sie wohl gerade vom Manipulator besessen sein. Woher hat sie dieses Maschinengewehr? Hallo Lynn. Oder sollte ich jetzt Frau Kommissarin sagen? Es ist schon 10 Jahre her. Okay. Sind Sie wirklich der Mann aus dem Park vor 10 Jahren? Ach schön. Dann muss ich mich ja gar nicht vorstellen. Geben Sie Carmilla frei. Sie hat nichts mit der Sache zu tun. Kann ich leider nicht. Das ist meine letzte Chance. Das Telefon klingelt. Nicht für mich. Niemand ruft ja die Toten an. Das sieht schon ziemlich krass aus. So ein kleines Mädchen mit so einer riesigen Waffe. Vor allem, dass der Körper die Waffe überhaupt so halten kann. Dass du hier bist, bedeutet, dass mein Racheplan gescheitert ist. Racheplan? Es ist heute Abend nicht passiert, oder? Seine Hinrichtung. Nun, so wie ich ihn kenne, war das fast zu erwarten. Darum habe ich hier in dieser Gestalt auf ihn gewartet. Würde er sich das nicht wünschen, von der eigenen Tochter getötet zu werden? Ich habe gehört, was vor 10 Jahren passiert ist. Es tut mir sehr leid, aber Rache? Niemand kann verstehen, was ich... Okay, das dürfte wohl sein, als der Raum rausgeflogen ist. Was zur Hölle? Eine Explosion? Oh oh, ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Wurde ich verraten? Achtung! Wow, und sie rettet immer noch Carmilla. Nicht schlecht. Die Frage ist, hätte ich das jetzt mit Carmillas Stimme, also war das in Ordnung, dass ich das mit Carmillas Stimme vorgelesen habe, oder also hätte ich lieber die normale Sissels Stimme nehmen sollen? Rache, hä? Dieses Gefühl kann ich nicht nachvollziehen. Natürlich nicht. Du bist nicht er. Es stimmt. Ich bin wohl nicht er. Er wollte Kommissar Joe töten. In Carmillas Töter, Körper. Wenn er hergekommen wäre, um sie zu retten, das ist so abartig. Jedenfalls sollten wir dich zum Leben erwecken. Mal wieder. Das mal wieder hättest du dir wirklich sparen können. Aber die Frage ist, was können wir tun, wenn der Manipulator merkt, dass wir hier anwesend sind? Dann wird er Lynn wieder sofort töten, oder nicht? Mal sehen. Dieses Mal war die Todesursache diese mysteriöse Explosion. Für eine Tote bist du ganz schön aufgeweckt. Badumtsch. Du weißt, wie sehr ich gute Rätsel liebe. Das ist wie ein Vitaminschub. Und was meinst du mit für eine Tote? Jedenfalls sollten wir diese Explosion aufhalten. In Ordnung, dann mal los. Hinweise zu finden ist wie ein Mineralienschub für einen Kommissar. Ohne Gedächtnis weiß ich leider nicht, was Vitamine und Mineralien sind. Ist alles in Ordnung? Pass auf, pass auf, pass auf. Ich kann leider gerade nichts machen. Blablabla, so. Dann schauen wir mal, was wir tun können. Wir können nichts erreichen, okay. Nein, wir haben wirklich keinen Kern in der Nähe. Das heißt, wir müssen warten, bis Carmilla das Maschinengewehr nimmt. Und irgendwie anders hält der Griff. Okay, der Kern ist im Magazin. Ja, blablabla, das kennen wir schon. Ist ja sonst irgendwas? Nein, das sieht aus wie der Maschinenraum. Wenn das Telefon jetzt klingelt, können wir auf jeden Fall den Ort wechseln. Ich glaube, das wird sinnvoll sein, um die Explosion aufzuhalten. Allerdings müssen wir dann auch schnell wieder zurückwechseln, sonst stirbt Lynn ja durch die Maschinenpistole. Genau, halt das Ruhe. Jetzt kann ich ins Magazin rein, bestimmt. Los, 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 los. So.
Schauen wir mal, das Rad zu drehen wird wahrscheinlich nichts bringen. Deswegen gucken wir mal, wer hier anruft. Es nutzt nichts, die Telefonleitung funktioniert nicht. Ach verdammt, da muss irgendwie jemand abnehmen, ne? Komisch. Ich dachte, ich kann sie in der Vergangenheit nutzen, wenn jemand anruft. Wovon sprichst du? Mit aufgelegten Hörer geht es ja nicht, Dummi. Schau mal, schau mich nicht an. Ich habe gerade... Schau mich nicht an. Ich kann es nicht tun. Ich habe weder Hände noch Füße. Kann bitte jemand ans Telefon gehen? Wenn es etwas zu erledigen gibt, dann macht man es am besten selbst. Ja, und wie? Spaßvogel? Ein Lenkrad? Ernsthaft, die Übersetzung dafür ist Lenkrad? Griff, Notbeleuchtung. Dann würde ich mal sagen, drehen wir mal an so ein paar Rädern. Was passiert denn, wenn ich das drehe? Nix. Okay, gut. Na, dann muss ich es nochmal zurückdrehen. Was passiert denn, wenn ich an dem hier drehe? Oder müssen wir die SAS... Ah ja, wunderbar. Ist natürlich super, dass es einfach abfällt. Sehr sicher hier. Einmal dran dreht, einmal dran gedreht und weg ist es. Ich kann mal wieder nicht reden. Aber das seid ihr ja bestimmt gewöhnt. Schau, der Hörer ist nicht mehr aufgelegt. Woher weißt du, dass das nicht Teil meines großen Plans war? Komm schon, schnell. Jetzt kannst du durch die Leitung gelangen. Vielleicht ist es Kommissar Jode. Sie hat recht. Ich sollte das schnell überprüfen. Aber wieso sollte Kommissar Jode hier anrufen? Schauen wir mal. Hallo, ist da jemand? Wenn da noch jemand ist, dann kommt sofort her. Wir machen uns auf den Weg. Sagt schon etwas. Jedenfalls, kommt, wenn ihr mit wollt. Wir müssen los. Ja, wir wechseln mal, weil hier zu bleiben hat eigentlich keinen Sinn. Zumindest sehe ich keinen. Ach, hier sind wir wieder. Also muss es stimmen, was alle sagen. Es sind rastlose Geister an Bord. Informationen wurden hinzugefügt. Das war's. Ab heute werde ich ein neuer Mensch. Mama! Ein neuer Mensch, Mama. Das heißt, vom Schurken zu einem ehrlichen Bürger, ja? Wie nennt er einen rastlosen Geist? Es stimmt schon. Keiner von uns ruht in Frieden. Jedenfalls scheint das U-Boot eben ein Besatzungsmitglied verloren zu haben. Dann hat sich wohl das Schicksal des U-Boots ein bisschen verändert. Warum? Wäre der sonst nicht abgehauen? Na gut. Jedoch scheint es, als hätte Sissel erstens unterschätzt. Oh Gott, ich kriege die Stimme gar nicht mehr hin. Er hat sein wertvolles Druckmittel hier gelassen. Ich glaube, so ungefähr war die Stimme. Druckmittel. Ja, ja, bla bla. Da kommt das Ding und nimmt das Telefon mit nach unten und uns damit auch in der Vergangenheit. Das ist Kommissar Jode. Was geht hier vor? Ich habe diesen kleinen Deal schon einmal scheitern sehen. In einem Augenblick nimmt man dem Mann in Rot den Temsig-Splitter weg. Okay. Ja, was willst du sagen? Was steht in der Denkblase? Ich verstehe es nicht. Was passiert da? Sie haben beschlossen, den Deal ohne die andere Partei abzuändern. Sie stehlen einfach den Temsig-Splitter. Hm? Aber das ist Betrug. Ich glaube, wir müssen uns jetzt um wichtigere Dinge Gedanken machen. Wohin wird der Temsig-Splitter jetzt gehen? Das wäre tatsächlich interessant zu erfahren. Leider kommen wir da nicht hoch. Deswegen gucken wir uns das mal so an. Genau. Blablub, rein in das Ding und dann unten auf das Fließband und auf die Sprungfeder. Ja, geil. Ja. Ah, das ist ein U-Boot. Und da sitzt der Kerl drin. Ich will da hoch, ich will da hoch, ich will da hoch. Ah. Das heißt, da war das, wo ich dachte, die Captain's Kajüte oder so. Er hat den Oh, guckt euch mal an, wie viele Leute da in dem U-Boot drin sind, in dem Bullauge. Temsig-Splitter, endlich bist du mein. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir trennen die Steuerzentrale wie geplant ab. Ja, Boss. Leben Sie wohl, Boss. Und genau, das hat die erste Erschütterung ausgelöst, dass das Ding weggeflogen ist. Sissel, was ist passiert? Der ganze Raum ist verschwunden. Mit Kommissar Jode. Keine Sorge, Lynn. Ich wette, Kommissar Jode kann auf sich selbst aufpassen. Das Wichtigste ist jetzt, dich und die kleine Lady zu retten. Ich kann nicht glauben, dass das passiert ist. Nun, ich sollte mich beeilen, bevor Sissel merkt, was er verloren hat und mich verfolgt.
Dionoa wird sein Sarg. Ah, dein Torpedo. Oh nein, die feuern Torpedos innen ab, ohne die Luke zu öffnen, um das U-Boot zu versenken. Möge er tief am Meeresgrund begraben liegen. Für immer. Leb wohl, Sissel. Okay. Was für ein Arschloch. Ganz ehrlich. Aber nun gut. Der wird wohl abhauen, geht dagegen für nichts tun. Wir müssen nur diesen Torpedo irgendwie aufhalten. Ja, hau bloß ab. Haut ihr bloß alle ab. Ich finde es einfach so geil, wie die ganzen Leute da reingequetscht sind, die ganzen Crewmitglieder. Ah, das ist also die Ursache für die große Explosion. Hä? Was bitte? Sag nicht, dass du das auch vergessen hast. Ein Torpedo, das ist wie, nun, Raketen. Kennst du aber schon, oder? Klar. Auch wenn mir just in ein anderer Rakete in den Sinn kommt. Sieht aus, als wollte er das U-Boot mit dem Ding versinken. Oh oh. Das ist nicht gut. Wir müssen etwas tun, bevor der Torpedo abgeschossen wird. Oh ja, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Da kommen wir nicht dran. Was haben wir denn hier? Wir haben das Telefon. Wir haben Schalter und ein Ventil. Den Mülleimer. Was passiert, wenn ich den Schalter umlege? Bewegt sich nicht. Vielleicht ist er kaputt? Na gut, vielleicht muss ich ihn jetzt gar nicht umlegen. Und wenn ich das je muss, dann kann mir sicher Lynn dabei helfen. Das ist nicht gut. Wir müssen den Schad verhindern. Aber wie? Wir müssen so schnell wie möglich zum Torpedo. Vielleicht können wir ihn irgendwie aufhalten. Irgendwie? Ein wahrer Kommissar gibt niemals auf. Zumindest können wir es nicht einfach ignorieren. Ah, kann ich den Schalter umlegen? Ja, Tatsache. Es passiert nichts. Er sieht sicher so aus, als sollte etwas passieren, wenn man ihn umlegt. Vielleicht ist er nur Zierde? Na, dann bleibt mir nur noch das Ventil übrig. Wenn wir nicht schon zu spät sind, fällt das auch etwa auch ab? Keine Zeit, er startet. Es nutzt nichts, von hier aus können wir nichts tun. Ja, aber... Oh oh. Da geht der Torpedo hin. Jetzt können wir wirklich nichts tun. Wenn doch nur unsere Rakete hier wäre. Für uns würde er sich sicher kopfüber in den Kampf stürzen. Ja, das würde er sicher. Hm. Wir müssen das Ganze wohl erneut überdenken. Na toll. Ich warte nochmal ab, ob irgendwas passiert. Denn Zeit zurückdrehen kann ich immer noch. Wer weiß. Die haben zwar gesagt, Zeit zum Überdenken. Also nehme ich mal an, dass ich schon zu spät bin. Aber... Man weiß ja, wie gesagt, nee, das hat anscheinend überhaupt gar nichts gebracht. Ja, also hat der Torpedo das U-Boot selbst getroffen oder wie, darf ich das verstehen? Was zur Hölle, eine Explosion? Bla bla bla, achso, das kennen wir schon. Ja, und da stirbt es, okay. Ich sollte die Zeit zurückdrehen und schauen, ob ich mehr Hinweise finden kann. Wir gehen nochmal zu nach der Schicksalsänderung zurück. Wenn das nichts bringt, muss ich nochmal ganz zurückdrehen und gucken, ob ich von da irgendwie weiterkomme. Weil hier habe ich eigentlich nicht wirklich viele Optionen. Das verwundert mich so ein bisschen. So. Was passiert, wenn ich den Mülleimer öffne? Aha. Geh mal in den Basketball rein. Und geh mal in die Notbeleuchtung rein. So, dann hängen wir zwar da oben fest, aber vielleicht können wir einen Temsig-Splitter rein oder so. Ja, hier ist erstmal nichts mehr, okay. Genau, schick den nach unten. Jawohl, da ist ein Splitter drin. Natürlich ist das Splitter drin. Ich meine natürlich, da ist ein Kern drin. Okay. Plopp, da hoch. Ich will allerdings nicht im U-Boot entkommen. Oder will ich das? Oh. Schauen wir mal, was wir sonst noch tun können hier. Ja, komm, hör auf, den anzugucken. Ich will eigentlich endlich hier weitermachen können. Ja, hau bloß ab. Moment, ich bin wahrscheinlich hier in der Kapsel noch drin, ne? Ich bin gar nicht im Splitter selbst. Aber von der Kapsel komme ich dann hoffentlich in den Torpedo rein. Eieieiei. Ja, komm, hau ab. Ich will das nicht nochmal sehen. Das habe ich schon mal gesehen. Aber gut, ich denke wirklich, dass ich in der Kapsel drin bin und nicht im Temsig-Splitter.
denn schließlich konnte ich so auch nicht in Sizzle rein, als er damals auf dem Schrottplatz lag, oder damals, am Anfang dieser Nacht. Also da konnte ich so nicht in den Splitter rein. Aha, achso, das hatten wir auch schon, bla bla bla. So. Natürlich ist das nicht gut. Ich möchte jetzt da unten rein. So, wir sind hier in der Kapsel. Gut, ich kann nur den Hebel umlegen. Machen wir das doch mal. Wir sind ein Unterwassergeist. Ja, komm, schnell, 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 schnell. Schalttafel. Jetzt werden wir mit dem Torpedo rausgefeuert, ja? Sehe ich das richtig? Keine Zeit, er startet. Keine Sorge, wir können noch einen Weg finden, um ihn aufzuhalten. Was? Wie? Wenn er gestartet ist, müssen wir eben die Explosion aufhalten. Wir können immer noch etwas tun. Hoffe ich. Warum nur war, hoffe ich, der wirkungsvollste Teil deines Satzes? Okay, dann mal los. Genau, einfach überspielen. Also gut. Jetzt sind wir... Okay, dann sehen wir mal, was passiert. Der Torpedo dreht wirklich und hat... Schon wieder... Warum ist da eine Maus in dem Torpedo? Warum? Ein blinder Passagier an Bord eines U-Boots. Und welchen Ort sucht er sich aus? Den Torpedo. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht, als ich aufgesprungen bin. War das wirklich der beste Weg? Ich finde schon. Wir müssen nur verhindern, dass er losgeht, oder? Hat jemand eine Ahnung, wie so ein Torpedo funktioniert? Diese kleine Ratte wird uns sicher auch dafür danken. Wie in aller Welt ist die denn hier reingekommen? Ja, da fragst du was. Also gut. Das sieht so aus, als würden wir der Ratte wieder Schmerzen zufügen. Weißt du, wie ein Torpedo funktioniert? Kann ich nicht behaupten. Kommissare wissen aber ganz schön viel. Ich habe mal in einem Buch darüber gelesen. Beim Aufprall wird ein Auslöser an der Spitze zusammengedrückt. Aha. Dieser löst wiederum den Zünder aus. Das ist der rote Knopf, okay. Den Zünder? Das muss dieser rote Knopf sein. Also, wie halten wir ihn auf? Das haben sie im Buch nicht erklärt. Kommissare wissen ganz schön viel. Oder auch nicht. Gut, schauen wir uns mal um. Was haben wir denn hier? Wir haben das Gyroskop. Diese Teile außen müssen so etwas wie Gewichte sein. Na klar, zur Stabilisation des Torpedos. Diese schwarzen, sich drehenden Teile? Offenbar hält der Torpedo damit sein Gleichgewicht. Sie müssen ganz schön schwer sein. Wie diese Gewichte zu unserem Vorteil nutzen können? Als ob ich die anhalten kann. Dafür bin ich doch bestimmt nicht stark genug, oder? Doch, okay. Dann kriegt er auf jeden Fall Umwucht. Verbindung bedienen. Die arme Ratte. Das sieht nicht gut aus. Wenn wir das an den Auslöser klemmen, dürfte er sich nicht bewegen. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir damit verhindern können, dass der Torpedo explodiert. Zugegeben, ich verstehe die Details nicht ganz, aber ich will es probieren. Doch noch können wir es wohl nicht tun. Anscheinend müssen wir erst etwas aus dem Weg schaffen, ne? Ja. Oh, okay. Ich versuche mal, das Gyroskop anzuhalten. Und dann das andere auch, dadurch müsste der Torpedo... Meinen Zünder werde ich bestimmt nicht betätigen. So, wenn ich den anhalte, dann müsste... Nein! Unten muss er angehalten werden. Ah, das schaffe ich nicht mehr in der Zeit. So, unten und den bitte auch unten. Und dann fällt die Ratte hoffentlich runter. So. Oder auch nicht. Die Zeit ist fast um und bei dieser Geschwindigkeit jagen wir das U-Boot in die Luft. Oh. Wir müssen die Sicherung einschalten, bevor das Ding in die Luft geht. Aber wie? Ach komm. Blöde Ratte, ey. Willst du, dass du explodierst? Stures kleines Ding. Ein würdiger Gegner. Du weißt, dass es hier nicht nur um die Ratte geht, oder? Oh ja, stimmt. Hatte ich fast vergessen. Aber solange sie im Weg ist, können wir die Sicherung nicht einsetzen. Du hast recht. Wenn doch nur unser Raket hier wäre. Wir müssen das kleine Wesen irgendwie dazu zu bringen, zu gehen. Aber wie? Wie? Ich kann nur das Gyroskop anhalten, aber ich weiß nicht genau, was das bringt. Okay, jetzt ist beides oben. Oh! Ah, hat sich der Torpedo nach unten gedreht mit der schweren Seite. Super, wir haben sie abgeschüttelt. Wow, diese Gewichte sind schwer genug, um einen Torpedo umzudrehen. Und jetzt zur Sicherung. Wird gemacht, als ob ich das noch schaffe. Dumm, 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 drück, 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 drück.
Boah, das war wirklich in letzter Sekunde. Da, wir haben die Sicherung angeklemmt. Wir haben es geschafft. Das sollte den Torpedo am Explodieren hindern. Es gibt nur ein Problem. Problem? Was denn? Der Torpedo wird dennoch einschlagen. Dagegen können wir nichts tun. Oh oh. Ja, euch passiert nichts. Ihr seid sowieso Geister. Oh, da sind wir okay. Ja, das dürfte ein kleines Leck auslösen wahrscheinlich. Moment, warum liegt Tamila da? Was war das für ein Geräusch? Sieht aus, als hätte der Torpedo das U-Boot gerammt. Aber das U-Boot scheint in Ordnung zu sein. Das ändert das Schicksal aller Anwesenden, auch das der Ratte. Sissel, wir haben es geschafft. Sehr gut. Was ist los? Du siehst noch immer unglücklich aus. Wir haben den Torpedo am Explodieren gehindert, aber dennoch ein riesiges Loch ins U-Boot gerissen. Du hast recht. Ich schätze, das tun Raketen eben. Sie sind nicht aufzuhalten. Ja, höre ich Gespenster? Okay, das hat irgendwer anders gesagt. Okay, jedenfalls sollten wir so schnell wie möglich in die Gegenwart zurück. Ja, ich mache mir Sorgen um Camilla. Ay, caramba, kommen wir jemals aus diesem U-Boot wieder raus? Wir konnten den Tod vorerst aufhalten, aber nicht ganz besiegen. Langsam aber sicher füllt er den Raum. Oh, das ist nicht gut. Ja genau, oh oh. Durch das Leck, das der Torpedo geschlagen hat, dringt Wasser ein. Nicht gut. Ich muss sie hier rausbringen. Ich sollte schnell zu Lin. Okay. Dann versuchen wir mal darüber zu kommen. Ah, sehr schön. Sehr viele Kerne. Trafo. Anlassa. Lass mir das Ding doch mal an. Funktioniert das? Jawohl. Das Licht ist aus, aber der Motor funktioniert. Ja, komm, Geist, Geist, Geist. Nur läuft er wohl leider nicht sehr lange. Vielleicht kann ich dank seiner Bewegung einen Weg finden. Das hatte ich doch vor, Sizzle. Wenn du mich mal in die Geisterwelt lässt, dann mache ich das auch. So. Der Ausgleich wird dann nämlich jetzt darüber geschoben. Und dann kann ich in das Zahnrad rein. Dumm, dumm, dumm. Einmal warten in das andere Zahnrad und dann komme ich darüber. Ist doch alles kein Problem. Ich hoffe, der Kolben geht noch nach oben. Ah! Taschenlampe einschalten. Okay, damit kann ich zumindest mit Lin Kontakt aufnehmen, wenn ich die Taschenlampe einschalte. Lin. Camilla, du bist wach? Wie geht es dir? Es tut mir so leid. Es tut mir so leid, dass ich die Waffe auf dich gerichtet habe. Keine Sorge, das warst nicht du. Fräulein Camilla! Oh, Rakete, du bist hier. Oh, armes Fräulein Camilla! Fräulein Lin, was sollen wir nur tun? Wir müssen hier raus, bevor noch mehr Wasser eintritt. Sissel sollte jede Sekunde hier sein. Ich wusste, dass Sissi kommt. Und Rakete ist auch hier. Rakete. Ich bin so froh, dass ich jetzt alle bei mir habe. Tja, nur dein Papa fehlt noch. Ist sie schon wieder in Ohnmacht gefallen? Camilla! Fräulein Camilla! Das ist nicht gut. Ich schaffe dich hier raus. Aber wohin? Und wenn es das Letzte ist, was ich tue? Oh, jetzt werde ich sicher gleich weinen. Wohl eher wimmern. Ich sollte Lin Bescheid geben, dass ich da bin, bevor es zu spät ist. Ja, mach die Taschenlampe an. Komm, put. Oh, was sagt sie? Okay, ich sag dir, ich schaffe dich hier raus, Camilla. Aber es ist so dunkel, dass ich kaum etwas sehe. Was nun? Schon keine Ideen mehr. Ich glaube, sie bittet mich um Hilfe. Ich sollte ihr ein Zeichen geben. Ja, dann schalten wir mal die Taschenlampe ein. Unsere super LED-Taschenlampe. Oh, schau nur, eine Taschenlampe. Es ist Sissel, er ist da. Hoch mit dir. Oh, starke Frau. Dann mal auf. Aber... Tja, die Leiter ist oben. Ich denke mal, du willst nach oben. Das ist aktuell das Sinnvollste, wenn das Wasser steigt. Ich bin froh, dass du da bist, Sissel. Entschuldige bitte die Verspätung. Sieht aus, als fülle sich der Raum schnell mit Wasser. Wir sollten so schnell wie möglich zu der Tür hinaus. Das wird leider nicht gehen, fürchte ich. Der Wasserdruck ist schon zu groß. Ich kann sie nicht öffnen. Was? Was ist Wasserdruck? Stell es dir vor, als die Kraft des Wassers, die Tür zuhält. Der Wasserspiegel hier drin steigt und steigt. Also führt der einzige Weg hier raus nach oben. Genau.
Okay, verstanden. Suchen wir einen Weg nach oben. Oh, das sieht aus, als würde es jeden Moment explodieren. Hey, schau, eine Leiter. Ob wir sie wohl irgendwie herunterholen können? Gute Idee, versuchen wir es. Oh, und übrigens... Ja? Ich kann nicht schwimmen. Kamila auch nicht. Du bist ein Polizist und kannst nicht schwimmen? Was? Hast du noch weitere gute Nachrichten? Mal überlegen. Beeilst du dich in der Zwischenzeit bitte? Na super. Okay, dann gucken wir mal, was wir tun können. Drehen wir mal am Griff. Okay. Jedenfalls haben wir jetzt den... Ah, okay, wir haben den Handschuh bewegt. Damit kommen wir zumindest nach oben. Was können wir denn tun? Was passiert, wenn ich den Schalter umlege? Geht dann die Leiter runter? Sehr schön, gut. Ich hoffe, du kannst damit klettern mit Kamila auf dem Rücken. Du hast es geschafft, Sissel. Vielen Dank. Interessant, wie du sie hältst und dass das überhaupt hält. Aber nun gut. Hauptsache, du kommst hier raus. So, wie geht's weiter? Ich fall nicht runter. Was war das? Was? Das hab ich gerade gefragt. Sieht so aus, als wäre das eindringende Wasser nur eines unserer Probleme. Na toll. Sissel, die Taschenlampe funktioniert nicht mehr. Hey, werd deswegen doch nicht wütend auf mich. Vielleicht hat sie einen Wackelkontakt oder so. Hey, ich weiß, du kannst sie mit deinen Kräften reparieren. Okay, jetzt übertreibt sie ein wenig. Nun gut, gucken wir mal, was wir stattdessen tun können. Vielleicht können wir irgendwie das Licht anmachen. Gucken wir mal, was in dem Sicherungskasten drin ist. Nicht. Gucken wir mal, was wir mit dem Haken machen können. Ah, der kleine Fest. Das ist aber unschön. Können wir die Tür öffnen? Kommt dann Licht da rein? Hier ist noch eine Tür. Aber sie klemmt wohl. Ich kann sie nicht öffnen. Ich überlasse das deiner übermenschlichen Stärke, Frau Kommissarin. Aber was können wir machen? Moment, da ist noch... Wie komme ich hier zurück? Achso, ich muss das Ding wieder zumachen. Ja, natürlich. Okay, da ist noch ein Kern. Steuertafel. Kann ich die Taschenlampe wirklich einschalten? Tja, das geht. Tatsache. Cool. Oh, toll. Warst du in deinem letzten Leben Elektriker oder so? In Anbetracht der Umstände ist diese Frage grausam. Jetzt müssen wir nur noch hoch. Zu dieser Tür. Dann sind wir sicher. Oh, jetzt hat sie die Taschenlampe fallen lassen. Was erzeugt diese Erschütterung? Oh, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Anscheinend ist zu viel Wasser eingetreten und das U-Boot sinkt jetzt. Oh, na super. Es hat Schlagseite bekommen. Wie die Titanic damals. Ich hoffe, es ist nicht auseinandergebrochen wie die Titanic. Das wäre ein bisschen doof. Was ist jetzt passiert? Das U-Boot wollte wohl zur Abwechslung mal die Beine hochlegen. Unglaublich, dass nach diesem Sturz niemand verletzt ist. Entweder hatten wir Glück oder wir sind schon tot und wissen es einfach noch nicht. Komm schon, als ob das passieren könnte. Und das Wasser steigt natürlich. Oh, pass, mach, dass du da wegkommst. Was jetzt? Das Wasser steigt ziemlich schnell. Kommt. Ihr müsst nach oben. Ganz nach oben. Mal sehen, wie ich mit meinen Geistertricks helfen kann. Auweia. Wir sind noch in der Taschenlampe, oder? Da schau mal einer an. Da drüben ist eine mir gut bekannte Flamme. Rakete? Sissel, da bist du! Wie geht's? Wie geht's? Ziemlich mies, würde ich sagen. Du verstehst schon, wie gefährlich die Lage ist, oder? Natürlich, schließlich kann dir jeder, der mich kennt, sagen, wie sehr ich es hasse zu baden. Vielleicht war er schon früher einmal in Gefahr zu ertrinken. Okay, bereit, den Ladies einen Weg zu schaffen? Natürlich! Gut, dann wollen wir das mal versuchen. Die Taschenlampe können wir nicht mehr einschalten. Und wir kommen hier nicht weg. Das heißt, Rakete muss jetzt übernehmen. Ich kann die Dinger tauschen. Super. Was haben wir denn hier noch? Welle, Rohr, Torpedo. Ja. Oh, warte mal. Ich kann bestimmt den großen Ventilator mit dem kleinen Ventilator tauschen. Aber was bringt mir das? Nichts. Zumindest aktuell bringt mir das nichts.
Das ominöse Lenkrad. Ja, die kann ich tauschen, aber das bringt mir auch nichts, oder? Ah, gucken wir erstmal, was die Damen hier treiben. Warum kann sie die Taschenlampe wieder anmachen und ich nicht? Kannst du darüber springen? Nein, kannst du anscheinend nicht. Ah, was macht mein... Ah, der hält mich darunter. Das ist sehr gut. Dankeschön. Mittelgroßer Ventilator. Trafo. Was passiert? Moment, dann bewegen sich doch die Dinger, wenn ich den Anlasser bewege, oder? Du kannst nichts... Spring darüber, spring darüber. Oh oh. Oh oh, das Wasser steigt weiter. Es geht mir schon bis zu den Knien. Und es ist kalt. Halte durch. Wir müssen schnell einen Weg finden. Halte durch, Fräulein Lin. Danke, Rakete. Los, mach den Anlass an. Lin, kann der das, bringt dir das irgendwas? Diese Kolben, die direkt vor meiner Nase herausstehen, sie verspotten mich regelrecht. Vielleicht wollen sie mich herausfordern? Tja, vielleicht. Kannst du an ihnen hochsteigen? Würde ich Camilla nicht halten, dann wahrscheinlich sogar ganz leicht. Sissel, du willst doch nicht, dass Fräulein Lin Fräulein Camilla zurücklässt, oder? Könntest du einen Moment still sein, Rakete? Diese Kolben sehen wirklich aus, als könnten wir sie zu unserem Vorteil nutzen. Oh, warte mal, kann man da rein? Kann man... Ghost. Nein, kann man... Moment. Ich weiß, was ich tun muss. Ich habe das, den kleinen Ventilator da reingetan. Und dadurch hat sich das weniger bewegt. Moment, haben wir da noch einen größeren Ventilator? Tatsache, das sind unterschiedlich große Ventilatoren. Seht ihr das? Das ist sehr gut. Ich muss dann erstmal das wechseln. So, ich muss dann nämlich den großen Ventilator ganz unten reintun. Den mittleren Ventilator, der kommt in die Mitte, natürlich. Und oben kommt der kleine hin. Und damit können wir hoffentlich eine Treppe schaffen. So, gucken wir mal, ob das funktioniert. So, ach nee, nein. Wir bleiben in der Geisterwelt. So, zu Sizzle und dann machen wir das doch nochmal. Genau, und jetzt fahrt sie wieder raus. Jawohl, wir haben eine Treppe. Da, wie ist das? Das ist super. Du hast mir eine Treppe gebastelt. Beeil dich lieber, das Wasser wartet sicher nicht auf dich. Ja. Hopp, 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 hopp. Hoch da, hoch da, hoch da. Und dann kann sie da bestimmt hochklettern, dieses Gitter. Boah, das war knapp. Wie schnell steigt das denn auf einmal? Oh Gott. Eieieiei. Autsch. Ah, heißer Dampf. Jetzt ist dieser Dampf im Weg. Er ist zu heiß. Ich kann nicht hindurch. Was? Und ich kann auch nicht darum herum. Könnt ihr etwas tun? Natürlich können wir. Na, wir müssen. Nun gut, dann schauen wir mal. Da oben ist ja so ein Lenkrad, ein ominöses. Das heißt, ich muss erstmal das Ding wieder anmachen, damit ich da hochkomme. Ach, verdammt. Das war zu spät. Ich will da hoch. Lass mich da doch einfach rein. Gucken wir jetzt mal, was wir mit Rakete machen können. Wir können auf jeden Fall diese Dinger hier tauschen. Aber bringt uns das... Schau nur, wenn ich die Rohre tausche, ändert sich der Weg des Dampfes, oder? Oh, ich verstehe. Weil die Risse in den Rohren anders sind, meinst du? Also stößt jedes Rohr mit dem Dampf anders aus. Das wird uns bestimmt nützen. Ja, das bläst jetzt nämlich nur nach unten. Das bläst auch nur nach unten. Das heißt, wenn Rakete jetzt... Wie komme ich da an das Rohr rein? Da komme ich nicht dran. Kann das zumindest rein? Dann kann ich das runtertauschen. Und dann kann Linda durchklettern. Nein, kann sie noch nicht ganz. Geh weg, weg. Nein. Nicht steigen, nicht steigen. Das ist das Wasser schon wieder. Oh, ich würde es gerne ganz für dich wegtrinken. Nein, Rakete, das ist viel zu salzig. Nee, es wirkt sich hier wohl auch negativ aus, dass er tot ist. Egal, tu einfach etwas gegen diesen Dampf. Überlass das einfach mir, Fräulein Lin. Danke, Rakete. Okay, das stört noch. Oh Gott. Das heißt, das tausche ich mal hier mit aus. Dann haben wir
Wieso geht der Dampf da nach oben? Das ist doch bescheuert. Was ist, wenn ich die tausche? Ich muss erstmal hier hochkommen. Ich komme aber nicht dran. Ach, das ist doch alles blöd. Also das ist da ganz in Ordnung. Uiuiuiui, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Weg hier, weg hier, weg, weg. Oh nein, das Wasser kommt jetzt gefährlich nahe. Auch wenn ich durch den Dampf kaum etwas sehe. Rakete, tauscht die Rohre, sodass du vorbei kannst. Stimmt genau, haltet durch, Fräulein Lin. Mein Rücken tut langsam weh. Aha, also unten kommt jetzt böser Dampf raus und oben. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Was hatte ich getauscht? Ich hatte die getauscht, oder? Und da kleiner Dampf raus. Dann tauschen wir mal die aus. Jetzt kommt da kein Dampf. Ah, oh. Nein, 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 nein. Okay. Damit dürfte sie jetzt sterben. Scheiße. Du verträgst nicht mal etwas warmen Nebel? Hey, das war kein warmer Nebel. Das war kochend heißer Dampf. Jedenfalls scheinst du diesmal... Ach, jedenfalls scheinst diesmal du gefragt zu sein, Rakete. Aber meine Kräfte allein reichen sicher nicht aus. Ah, gut. Wir müssen nicht alles nochmal machen. Ja, deine Kräfte alleine reichen nicht aus. Wie bin ich da hochgekommen? Okay, das soll mir nur recht sein. Kann ich das drehen, um den Dampf... Ja, das hat mich gefehlt. Wenn ich dieses Ventil schließe, trenne ich den Dampf vom ersten Rohr. Und das ist genau das, was ich tun musste. Moment, ich muss erstmal gucken. Das schießt Dampf nach unten. Das heißt, es gehen wir erstmal dahin. So. Nicht weiter steigen, nicht weiter steigen, nicht weiter steigen. Das ist schon mal gut so. Das da oben kann auch bleiben. Bla 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 bla, aber das hatten wir alles schon. Ich glaube, jetzt müssen wir nur noch zwei Rohre vertauschen. Nämlich das, was ich ausgeschaltet habe, und das untere. Hoffen wir mal. Ja, jetzt kann Linda durch. Sehr gut. Da, wie ist das? Sieht toll aus. Der ganze schreckliche Dampf ist aus dem Weg. Jetzt ist nicht, es ist nicht mehr weit. Versuch weiterzugehen. Gut. Oh, tu dir nicht weh. Schneid dir nicht in die Hände, bitte. Aber wie kommen wir jetzt da hoch? An die Leiter. Vielleicht mit der Kette. Ja, genau. Schau da oben. Wenn ich es zu dieser Tür schaffe, könnten wir entkommen. Aber wie soll ich da oben nur hinkommen? Schrei mich nicht an. Wenn du schreien willst, schrei ruhig mich an. Rakete, wie kann ich dich denn anschreien, wo du doch so süß bist? Wieso schreist du die Frage denn dann? Wieso schreist du die Frage denn dann? Such mir noch etwas, mit dem wir Fräulein Lin hochziehen können. Ja, etwas, das Fräulein anhebt. Etwas, was das Fräulein anhebt und ganz sachte nach oben bringt. Hey, bist du etwas sarkastisch? Darf man das in einer solchen Situation nicht? Nun gut. Rakete, du musst erstmal woanders hin. Wie wäre es, wenn du den Feuerlöscher Platz nimmst? Dann kann ich nämlich hier mal nach oben gehen. Und den Haken bewegen. Der hängt sich jetzt wenigstens nicht mehr in dem Geländer fest. Deswegen kommen wir ganz nach unten. Die Frage ist bloß, kann ich ihn auch wieder nach oben bewegen? In Ordnung. Das ist genau das Richtige. Okay, aufwärts. Was? Dafür bin ich stark genug, um sowas Schweres zu bewegen? Okay. Also nichts gegen Lin, aber ein Mensch wiegt schon was. Naja. Egal. Ich hoffe, du kriegst die Tür auf. Natürlich nicht. Das ist doof. Tut mir leid, ich schaffe es nicht. Schnell, mach sie auf. Bittet man so mal einen Gefallen? Aber gerade eben ging es nicht. Deswegen bezweifle ich ein bisschen, dass es jetzt klappen wird. Es nützt nichts. Sie bewegt sich nicht. Sie klemmt wohl. Oh nein! Oh verdammt. Oh verdammt, können wir den noch mit irgendwas tauschen? Nein! Hier entlang. Nanu? Wow, was zur Hölle? Ja, ich würde mich... Was? Okay.
Genau, schließ die Tür, dann kann das Wasser nicht weiter nach oben, hoffentlich. Was ist gerade passiert? Ich traue meinen Augen nicht. Lynn und die kleine Lady sind plötzlich verschwunden. Nur Dunkelheit und Salzwasser bleiben zurück. Das U-Boot sinkt immer weiter. Immer weiter hinab in das tiefe, tiefe Meer. Aber ich will dennoch versuchen, so weit wie möglich nach oben zu gelangen. Ich will noch immer nach oben, bis zu einem einzigen Lichtstrahl. Dem Strahl, der die Wahrheit am Grunde dieser tiefen, tiefen Dunkelheit erhält. Ja, ich würde sagen, das war das Kapitel. Ja, es bleibt immer noch spannend. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, viel mehr bleibt mir auch gerade nicht zu sagen. Deswegen sage ich einfach nur, bis dann.